Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wenn man über das Thema Militär und Justiz spricht und nachdenkt und die Frage auf die Frage ist, dann zuspitzt, brauchen wir heute eine Militärjustiz, sollte man zunächst mal die historische Folie kurz in den Blick nehmen, weil die heutige rechtliche Situation nicht verstehbar ist, nicht erklärbar ist und nicht diskutierbar ist, ohne die Vorgeschichte, ohne die historische Entwicklung. Denn Recht ist immer gewonnene Politik, damit auch gewonnene Rechtsgeschichte. Die Militärgerichtsbarkeit, die wir in den 30er und 40er Jahren während des NS-Regimes hatten, war dadurch gekennzeichnet, dass sie sich in den 30er Jahren entwickelt hatte, nachdem die Nationalsozialisten die Macht erhalten hatten, übertragen bekommen hatten, je nach Sichtweise. Die Militärgerichtsbarkeit im Nationalsozialismus war zuständig, einerseits für Delikte aller Angehörigen der Wehrmacht, zum Zweiten war sie zuständig für die Kriegsgefangenen, drittens für die Angehörigen des Mitglieder des Wehrmachtsvolkes und schließlich auch zuständig für Delikte von Einwohnern in besetzten Kriegsgebieten im Ausland, soweit deutsche Interessen berührt waren. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die diese Militärgerichtsbarkeit produziert hat, etwas prosaisch ausgedrückt, muss man Folgendes in den Blick nehmen. Wir hatten in Deutschland zwischen 1939 und 1944, 45, zwischen 290 und 1939 Kriegsgerichte, und 1944, 45 noch etwa hatten wir 687 Kriegsgerichte. Es waren zuletzt, also 44, 45, über 1100 Richter dort tätig, während das bei Kriegsbeginn etwa 290 Richter waren, die dort urteilten. Diese Kriegsgerichte haben während der NS-Zeit bezogen auf die verschiedenen Gruppen etwa, Forschungsband ist nicht so völlig eindeutig, zwischen 18.000 und 20.000 Todesurteile gegen Soldaten verhängt. Davon wurden ca. 80% vollstreckt. Hinzu kamen gegen Angehörige des Wehrmachtsgefolges etwa 3.500 bis 4.000 Todesurteile. Die Zahl der Vollstreckungsanzahl ist nicht bekannt. Jedenfalls mir nicht bekannt, aus der Literatur konnte man das und aus Forschung konnte man das nicht exakt feststellen. Und gegen Kriegsgefangene und Angehörige militärischer, ziviler Widerstandsgruppen und im Ausland etwa 15.000 bis 20.000 Todesurteile, sodass man über 40.000 Todesurteile dieser Kriegsgerichte hat. Ich verzeichne was. Kriegsgerichte heißt, es gab im Prinzip nur eine Instanz, das war das Kriegsgericht. Daneben gab es noch das Reichskriegsgericht. Das war aber keine Berufungs- und keine Revisionsinstanz, sondern war nur zuständig für bestimmte schwerere Delikte. Die Verurteilungen, die stattgefunden haben in den Kriegsgerichten, muss man, um das einschätzen zu können, auch etwas in Bezug setzen zu anderen Gerichten. Wir haben ja im Allgemeinen die Vorstellung, der Volksgerichtshof unter Roland Freisler sei das schrecklichste Gericht gewesen. Der hat deutlich weniger Todesurteile produziert mit seinem Gericht als die Kriegsgerichte. Er liegt bei etwa 5.200 bis 5.500 Todesurteilen, wenn die anderen also über 40.000 lagen. Und daneben gab es ja auch die für politische Delikte bei den allgemeinen Strafgerichten noch sogenannte Sondergerichte, 70 an der Zahl in Deutschland, die haben nochmal 16.000 bis 18.000 Todesurteile produziert. Das heißt, die meisten Todesurteile wurden von Kriegsgerichten verhängt und dann entsprechend vollstreckt beim Anteil von 80%. Die Delikte, die dort behandelt wurden bei den Kriegsgerichten, waren sehr divers. Vielfach spielte eben eine Rolle Fahnenflucht, Entfernung von der Truppe,
Das waren so die wichtigsten. Dann militärischer Diebstahl kam danach in der Reihenfolge. Außerdem Misshandlung unserer Gegner, etwa 4%. Und Plünderung, relativ zu 0,8 bis 1,5%. Das waren so die Hauptdelikte, die stattfanden. Es war eine große Zahl von Verfahren, im Schnitt etwa 40.000 jeden Monat, die die Richter dort zu behandeln hatten. Also wenn man die 1.000 nimmt, Richter hatte jeder Richter etwa zwischen 45 Kriegsgerichtsverfahren im Monat pro Monat so durchzuführen. Vielleicht noch einen kurzen Vergleich zur Situation im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg gab es bis 1919 auch Kriegsgerichte. Es wurden dort auch Todesurteile verhängt. Das waren im Bereich der deutschen Kriegsgerichte nach dem jetzigen Forschungsstand etwa 150 Todesurteile, von denen 48 vollstreckt waren. Im Ersten Weltkrieg waren die Todesurteilsraten in Frankreich und im Vereinigten Königreich deutlich höher. Die lagen beim Vereinigten Königreich bei 3.080 gegenüber 150 im deutschen Kaiserreich während des Weltkrieges, und in Frankreich lagen sie bei 2.000. Die Vollstreckung war natürlich deutlich geringer. In Großbritannien, also im Vereinigten Königreich, wurden von den 3.080 verhängten Todesurteile etwa 350 vollstreckt, also etwa 10%. Und in Frankreich von den 2.000 verhängten Todesurteilen wurde etwa ein Drittel vollstreckt. Also in Deutschland waren im Ersten Weltkrieg relativ wenige Todesurteile, die ausgesprochen wurden und noch weniger vollstreckt wurden. Das war übrigens auch einer der Gründe, weshalb die politische Rechte in Deutschland und auch die NS-Propaganda dann bei der Analyse und propagandistischen Verwertung der Ursache der Niederlage 1918 immer wieder darauf hingewiesen hat, man hat nicht hart genug durchgegriffen gegen Drückeberger, gegen Deserteure und so weiter. Das war die Basis, ist ja bei den meisten Legenden so, dass an Legenden meist immer ein kleines Fünkchen Wahrheit dran ist. Also ein Fünkchen Wahrheit war dran. Und die politische Rechte hat ja nach 1918 diese Novemberrevolution, also die Grundlegung unserer Demokratie im Grunde genommen, immer auch zurückgeführt auf diese berühmte Deutschlustlegende, dass das Heer praktisch einerseits zusammengebrochen ist durch die Revolution im Inneren, aber auch wegen der mangelnden Zucht und Disziplin im Feld. Ich gehe zu der historischen Folie. Die Militärjustiz operierte natürlich in einem Umfeld, in einem Krieg von 1939 bis 1945, der nicht nur diese Todesurteile produzierte, diese große Zahl von Todesurteilen, sondern Teil der Kriegsmaschinerie war, die durch die Härte der Kriegsgerichte auch gestützt wurde. Und diesen Krieg muss man immer im Gedächtnis haben, dass es ein Krieg war, der 50 bis 70 Millionen Tote forderte, etwa ein Drittel aller Kriegsgefangenen, etwa das Kriegsgefangenen wurde ja umgebracht, verhungert und so weiter. Und von den 50 bis 70 Millionen Kriegstoten waren ja allein 27 Millionen in Sowjetunion. Eine riesige Zahl. Und dieser Krieg wäre schwerer durchzuhalten gewesen, wenn dieser enorme Druck nicht auf den Soldaten gelastet hätte, nicht zurückzuweichen und mitzumachen. Und hinzu muss man auch sehen, diese Militärgerichtsbarkeit hat dazu beigetragen, dass dieser Krieg überhaupt in diesem Ausmaße geführt und durchgehalten werden konnte, mit all den riesigen Schäden in fast allen europäischen Staaten, die wir ja bis heute über in den aufflammenden Diskussionen über Reparationen und Schadenersatz sehen, riesige Schäden hervorgerufen hat, diese Kriegshandlungen, die bis heute ja nicht ausgeglichen worden sind, neben den vielen unvorstellbaren Menschenverlusten. Was hat man nach 1945 für Konsequenzen daraus gezogen? Man hat analysiert, was hat dazu beigetragen, und ich will einige der Konsequenzen sagen, die sich dann auch in den Landesverfassungen und im Grundgesetz niedergeschlagen haben. Und im weiteren Teil würde ich gerne in einem späteren Diskussionsbeitrag darauf eingehen, auf die Frage, hat sich das realisiert, dieses Lernen aus der Geschichte,
wird auch unter Umständen Neues nochmal diskutiert mit anderen Zielrichtungen. Einige Punkte haben wir eben schon kurz angesprochen. Eine der wichtigsten Konsequenzen aus der Militärgerichtsbarkeit mit dieser riesigen Zahl von Todesurteilen und der weiteren Gerichte, die ich angeführt hatte, war im Grundgesetz verankert worden, das Verbot der Todesstrafe. Eine weitere Konsequenz ist gewesen, dass man, obwohl es 1949 gar keine Wehrmacht gab, keine Soldaten, keine Bundeswehr gab, man hat im Grundgesetz das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung verankert. Und daneben hat man ausdrücklich einen Katalog von Grundrechten in Artikel 1 bis 19 verankert und die Sondergrundrechte Artikel 101 folgende im Grundgesetz mit der Verpflichtung, dass diese alle staatliche Gewalt binden, ohne Ausnahme. Ferner war eine wichtige Konsequenz, dass man Vorkehrungen dagegen treffen wollte und getroffen hat, dass staatliche Instanzen vom Recht abweichen. Man hat also im Artikel 20 Absatz 3 die Festlegung getroffen, dass alle staatliche Gewalt ausnahmslos an Recht und Gesetz gebunden ist und darüber hinaus auch an das geltende Völkerrecht als Bestandteil des geltenden Rechts und soweit es um allgemeine Regeln des Völkerrechts geht, also Völkergewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsgrundsätze, dass diese unmittelbar gelten und den innerstaatlichen Gesetzen vorgehen, Artikel 25. Eine weitere wichtige Konsequenz ist gewesen, dass man den Angriffskrieg für verfassungswidrig erklärt hat und verboten hat und verlangt hat, dass im Strafgesetzbuch ein entsprechender Straftatbestand geschaffen wird bezüglich des Angriffskrieges. Und ferner hat man eine Regelung getroffen, dass Deutschland sich bereit erklärt und verpflichtet wird, Artikel 24 Absatz 2 zur Sicherung des Völkerrechts, dass Deutschland sich der internationalen verbindlichen Gerichtsbarkeit unterwirft. Einige dieser Aspekte kommen wir zu sprechen noch. Ferner hat man Festlegungen getroffen, dass bezüglich der Gerichte, Ausnahmegerichte und Sondergerichte Kraftverfassungen verboten sind. Das heißt, man hatte gelernt aus der Situation der 30er Jahre im NS-Faschismus, als aus den Gerichten die Sondergerichte einerseits herausgenommen worden sind und etabliert worden sind, die diese riesige Zahl von Todesurteilen auch produziert haben. Und man hat eben auch eine Konsequenz getroffen, dass man nicht ad hoc neue Gerichte schaffen kann, sondern generell nur die gleichmäßige für alle geltenden Gerichte etabliert werden sollen und dürfen. Davon ist in den 50er Jahren und in der Notstandsgesetzgebung eine Ausnahme insoweit gemacht worden, nach heftigen politischen Auseinandersetzungen, dass, und das ist unmittelbar unser Thema, dass Wehrstrafgerichte eingeführt werden können durch Gesetz. Artikel 96 Absatz 2 des Grundgesetzes. Dazu hat es verschiedene Versuche gegeben, solche Wehrstrafgerichte einzuführen. Diese sind aber ausnahmslos am politischen Widerstand der Bevölkerung und der Parteien, die dagegen waren, gescheitert. Man hat teilweise dann mal Schubladengesetze gemacht, die für den Fall des Falles vorgesehen waren, dass man sie nur aus der Schublade zog, um sie dann in Kraft zu setzen. Das wäre seit Inkrafttreten des Grundgesetzes, der Deutschlandsgesetzgebung 1968 auch möglich gewesen und ist bis heute möglich durch den sogenannten gemeinsamen Ausschuss, der im Falle des Notstandes an die Stelle von Bundestag und Bundesrat tritt mit einer relativ kleinen Besetzung. Und dieser könnte dann solche Gesetze auch machen. Das ist die offene Flanke für die Einführung von Wehrstrafgerichten, die bisher nicht realisiert worden sind, aber im Falle des Falles realisiert werden könnten, auf der Grundlage von Artikel 96 Absatz 2. Bei der Vorbereitung, der letzte Versuch, das zu etablieren, war im Jahr 1982. Bei der Vorbereitung dieser Wehrstrafgerichte hat man damals sogar schon im Verteidigungsministerium und im Justizministerium, die beide zusammen federführend beteiligt waren, schon oben gekauft und ihn vorgehalten, hat schon Richter sich melden lassen oder bestimmt, die für den Fall des Falles, im Fall der Einführung von Militärstrafen, von Wehrstrafgerichten, diese Funktion hätten ausüben können. Jetzt noch vielleicht ein ganz kurzer Überblick. Wie ist denn bei uns heute die
Behandlung von militärischen Delikten, militärischen Fragen vor Gericht. Es gibt keine Militärgerichtsbarkeit bei uns, weil 96 Absatz 2 Grundgesetz, Artikel 96 Absatz 2 Grundgesetz realisiert worden ist, nicht umgesetzt worden ist. Und auf dieser Ermächtigungsgrundlage hat man keinen Gebrauch gemacht. Wir haben also für Straftaten generell die Zuständigkeit der Strafgerichtsbarkeit, also Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof. Für Straftaten, auch wenn sie im Ausland stattfinden, sind diese Strafgerichte zuständig. Allerdings hat man seit vor wenigen Jahren, gerade 4 Jahre, für die Anklage wegen Straftaten im Ausland eine Sonderzuständigkeit geschaffen für die Staatsanwaltschaft im Landgerichtsbezirk Kempten, Bayern, die ausschließlich zuständig sind für die Straftaten von Soldaten bei Auslandseinsätzen, soweit das nicht um Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch geht. Für die Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch, das wir seit 2002 haben, was im letzten Jahr novelliert worden ist, ist die Zuständigkeit für Anklageerhebung vor den Strafgerichten beim Generalbundesanwalt. Das heißt, bei jeder Straftat gibt es ein Ermittlungsverfahren, das wird eingeleitet von der Anklagebehörde. Das ist bei normalen Straftaten von Soldaten die Staatsanwaltschaft. Wenn es in Osnabrück stattfindet, die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Osnabrück. Sobald es im Ausland stattfindet, die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kempten. Sobald es um Straftaten geht, am Völkerstrafgesetzbuch der Generalbundesanwalt. Wird dann eine Anklage erhoben, kommt das dann vor das entsprechende Gericht, bei dem die Staatsanwaltschaft oder der Generalbundesanwalt Anklage erhebt. Letzte Instanz, Bundesgerichtshof mit der Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde rein zivil, strafrechtlich. Solange nicht von 96 Absatz 2 Gebrauch gemacht worden ist im Grundgesetz, mit den Strafgerichten. Militärische Fragen können aber auch für die Zivilgerichte kommen. Ich werde mal fragen, warum denn das? Ein Beispiel ist eben schon angesprochen worden, wenn beispielsweise Amtshaftungsklagen erhoben werden. Wir haben ja im Grundgesetz, das ist auch eine der Konsequenzen aus dem NS-Faschismus und aus dem NS-Faschismus, wir haben die Möglichkeit, Staatshaftungsklagen zu erheben gegen den Staat als Anstellungskörperschaft für Bedienstete des Staates, sei es ein Beamter oder auch ein Soldat. Und diese Regelung im Artikel 34 Grundgesetz in Verbindung mit einer Parallelvorschrift im bürgerlichen Gesetzbuch ermöglicht dann den Staat wegen einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Handlung, rechtswidrigen Handlung eines Amtsträgers zur Rechenschaft zu ziehen. Das war der Hintergrund für dieses berühmte Verfahren wegen des Vorfalls mit Kunduz, mit den beiden Tanklastwüchen. Dieses Verfahren ist rechtlich abgelaufen in den drei Instanzen. Alle drei Instanzen von afghanischen Staatsangehörigen wurden abgewiesen, alle drei Klagen wurden abgewiesen bei allen drei Instanzen. An 50 Klagen. Und das jetzige Verfahren läuft beim Bundesverfassungsgericht als Verfassungsbeschwerdeverfahren. Ist nicht abgeschlossen. Das ist eine Möglichkeit, dass militärische Fragen, Verhalten von Soldaten, wie bei Oberst Klein, der diesen Befehl gegeben hat, für die beiden amerikanischen Flugzeuge in Afghanistan die Bomben auf die Tanklastwüche zu werfen, mit der Konsequenz, dass etwa 100 bis 150 Zivilisten zu Tode kamen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, vor den Verwaltungsgerichten zu klagen, weil wir nach dem Grundgesetz eine der Konsequenzen des NS-Faschismus, der NS-Zeit, im Grundgesetz eine Regelung haben, dass jeder Akt öffentlicher Gewalt gerichtlich überprüft werden kann. Und die öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten kommen vor die Verwaltungsgerichte. Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht. Daneben diesen drei Wegen, also Strafgerichtsbarkeit, Zivilgerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit, gibt es noch eine Disziplinargerichtsbarkeit. Wenn ein Soldat gegen seine militärischen Pflichten verstoßen hat, zum Beispiel treu zu dienen, oder einen Befehl auszuführen und so fort, dann kann er von einer Anklagebehörde dafür angeschuldigt werden, nennt man das dort. Das geschieht durch den Wehrdisziplinaranwalt bei der jeweiligen Division oder einer entsprechenden militärischen Einrichtung bei der Marine oder der Luftwaffe. Und dieser Wehrdisziplinaranwalt kommt mit seiner Anschuldigungsschrift dann zu einem Wehrgericht, das heißt Truppendienstgericht.
gibt zwei Truppendienstgerichte in Deutschland mit Kammer, auswärtigen Kammern und die urteilen aber nicht über strafrechtliche Dinge, sondern die urteilen darüber, ob, ob disziplinarrechtliche Verstöße stattgefunden sind, so ähnlich wie bei einem Beamten, der disziplinarrechtlichen Verstoß begangen hat. Und oberhalb der Truppendienstgerichte als erste Instanz urteilt im Berufungsverfahren als Rechtsmittelinstanz das Bundesverwaltungsgericht. Das heißt, wir haben die Truppendienstgerichte als Militärgerichte unter der Kontrolle, der rechtlichen Kontrolle des Bundesverwaltungsgerichts, als Zivilgerichts. An diesem Gericht war ich tätig, also für einige Jahre. Das ist die merkwürdige Konsequenz oder eine nachvollziehbare Konsequenz, die man gezogen hat aus in diesem Bereich, dass die Militärgerichtsbarkeit nicht existiert, aber Ersatzinstitutionen geschaffen worden sind, mit dem klaren Ziel, insofern aus der S-Zeit zu lernen, dass man Ausnahmegerichte, Sondergerichte abgeschafft hat, möglichst unter zivile Kontrolle die Gerichte, soweit Militärbereiche bestehen, bringt. Und die Richter sind ausnahmslos zivile Richter. Vielen Dank, Gast, für diesen konzisen Überblick. Ich bin mir sicher. Einen sehr guten Einblick verschafft hat in das, was ist und war.